Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu diesem heutigen Wandelstadt-Netzwerkabend zu unseren Lebensgrundlagen. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass Sie den heutigen Abend mit uns verbringen und wir freuen uns sehr darauf, dass Sie alle hier sind, weil wir tolle Gäste eingeladen haben und mit so einem Wandelstadt-Netzwerkabend drei Ziele verfolgen. Unser Anliegen ist es nämlich zu netzwerken. Wir als Gastgeberinnen der Wandelstadt Esslingen, wir wollen die unterschiedlichen Player, Stakeholder oder Initiativen und Schichten einer Stadt, wir wollen die zusammenbringen an einen Tisch. Dank Corona ist unser Tisch virtuell, aber nichtsdestotrotz sitzen wir gerade mit über 30 Menschen an einem gemeinsamen Tisch, die sich Gedanken darüber machen wollen, wie wir unsere Lebensgrundlagen bewahren können. Wir wollen diesem Thema heute Abend Sichtbarkeit geben und wir wollen neue Zukunftsbilder erschaffen. Denn wir sind, glaube ich, alle gerade ziemlich durch mit schlechten Nachrichten und heute Abend wollen wir Ihnen auch gute Nachrichten geben in Form von positiven Zukunftsbildern. Damit wir eine Idee davon haben, im Kopf, aber auch im Herzen von dem, wo wir zusammen eigentlich hinwollen. Und das dritte Ziel, was wir mit einem Wandelstadt-Netzwerkabend verfolgen, ist, dass wir Wirksamkeit wollen. Denn dieser heutige Abend dient zum einen dem Wissenstransfer, aber zum anderen auch, Sie dazu einzuladen, aktiv zu werden. Und deshalb sind wir so froh, dass wir so viele tolle KooperationspartnerInnen für diesen Abend gewinnen konnten, die Ihnen heute ein Mitmachbuffet vorstellen wollen, um Sie einzuladen, selber aktiv zu werden, um unsere Lebensgrundlagen zu schützen, zu bewahren, zu erhalten. Wir freuen uns, dass ganz viele Gruppen heute Abend hier sind und auch Menschen aus der Stadtverwaltung mit dabei sind und auch Menschen aus dem Gemeinderat. Das ist der Sinn eines Wandelstadt-Netzwerkabends, die unterschiedlichen Ebenen der Stadtgesellschaft zusammenzubringen. Jetzt kommen wir zur Vorstellung unserer Kooperationspartner und Jörg hat auch schon den Ablaufplan gepostet, glaube ich. Wir machen das so, die Kooperationspartner stellen sich vor, dann bekommen wir 6 Impulse von unseren Gästen geschenkt, die uns in ganz vielfältiger Art und Weise inspirieren. Anschließend gehen wir in thematische Kleingruppen, wo Sie die Möglichkeit haben, den Experten Fragen zu stellen und auch gemeinsam nachzudenken, wie wir selbst aktiv werden können. Abschließend kommt das Mitmachbuffet unserer Kooperationspartnerinnen und das gute Aussichten-Abschlussbild unserer Experten. Es lohnt sich also tatsächlich durchzuhalten bis um 9:30 Uhr, wenn wir pünktlich diese Veranstaltung auch beenden wollen und in ein zoomfreies Wochenende starten wollen. Und ich übergebe das Wort an die KooperationspartnerInnen des heutigen Abends. Genau, ich darf anfangen. Danke, Angelina. Ich bin Caroline Harscher und arbeite bei KINEP. Wir sind eine Organisation in Esslingen und machen Bildungsprojekte zu Nachhaltigkeitsthemen. Und ich arbeite in einem EU-Projekt zum Thema Wasser. Ja, hallo, mein Name ist Jörg Sanzenbacher. Ich bin Mitbegründer von dem gemeinnützigen Verein Essling Feinstaub Lärm und der Name ist Programm. Ja, guten Abend, mein Name ist Wiebke Heite. Ich bin hier Vertretung für Transition Town Essling. Und wir sind bekannt für verschiedene Gruppen, zum Beispiel die Tuvas-Gruppe, wo wir uns mit dem Wandel in eine postfossile und relokalisierte Wirtschaft uns auseinandersetzen. Guten Abend, mein Name ist Steffen Petroch. Ich bin im Klimagerechtigkeitsbündnis aktiv, wo sich 15 verschiedene Esslinger Gruppen und Vereine für unsere Lebensgrundlage das Klima einsetzen und auf die rechtzeitige Erreichen der Klimaneutralität hinzuwirken versuchen. Und ich bin Wolfgang Bauspieß.
Helfer und Mitorganisator im Reparaturcafé Esslingen. Wir tun was für den nachhaltigen Umgang mit Wertstoffen, indem wir Gegenständen und Geräten ein möglichst langes Leben ermöglichen. Wir laden 6-mal im Jahr dazu ein, unseren Gästen dabei zu helfen, kaputte Dinge zu reparieren, die sie mitgebracht haben. Zwischen Regenschirm, Kuscheltier, Lieblingsjacke, Staubsauger oder Küchenmaschinen. 2 von 3 Fällen können wir lösen. Ich bin Moritz Wohlgenannt von der Wandelstadt Esslingen und ich kümmere mich heute um die Zoom-Technik. Hallo in die Runde, wir sind Conny Mangold und Sven Teufel vom Zuzule, zusammen Zukunft leben. Bei uns dreht sich alles um Mensch, Tier und Umwelt, um Themen der Nachhaltigkeit und soziale Themen. So, jetzt wäre Ihr Einsatz, liebe MitmacherInnen, mit einem großen Applaus unsere KooperationspartnerInnen zu begrüßen. Und ich danke euch allen ganz herzlich, dass ihr diesen Abend zusammen mit der Wandelstadt Esslingen organisiert habt und im Vorfeld alles dafür arrangiert habt, damit wir heute einen guten Abend zusammen haben. Wir starten jetzt mit dem mit den Zielbildern, mit den Impulsen, mit den positiven Zukunftsvisionen unserer Expertinnen. Und wir haben unsere Expertinnen gebeten, dass sie uns sagen, wie würde denn die Welt ausschauen und unser Esslingen ausschauen, wenn wir es geschafft haben, in einer Welt zu leben, die ihre Lebensgrundlagen bewahrt. Wir fragen unsere Experten, wie kann dieser Wandel gelingen? Da gibt es viel zu tun. Und welche Aufgaben hat dann der Gemeinderat? Welche Aufgaben hat die Stadtverwaltung? Welche Aufgaben hat die lokale Wirtschaft? Und welche Aufgaben haben wir als Esslinger Bürgerschaft, um diesen Wandel mitzugestalten? Was sind die allernächsten Schritte? Wir bedanken uns bei unseren Experten, dass sie sich dieser Herausforderung stellen, ein positives Zukunftsbild in uns zu erschaffen und dann quasi auch den Weg zu skizzieren von heute bis zu diesem Zukunftsbild. Es ist wahrscheinlich nicht ganz vollständig der Weg, aber ich glaube, es wird uns helfen, uns zu inspirieren und durch diese Inspiration auch Mut zu bekommen, wirklich aktiv zu werden. Und wir beginnen mit Jörg Eckert. Herr Eckert, sind Sie jetzt da? Ich habe Sie nämlich vorhin noch nicht gesehen. Caroline, konntest du ihn erreichen? Grüß Sie, ich bin da. Hallo. Ah, wunderbar! Ja, das ist sehr schön, dass Sie da sind, Herr Eckert. Dann kann ich Sie nämlich anmoderieren. Gerne. Jörg Eckert arbeitet als technischer Leiter, Prokurist bei den Stadtwerken Esslingen. Und ist dort unter anderem als technische Führungskraft für das Gasnetz und die Wasserversorgung zuständig. Hierbei bringen sich die Stadtwerke Esslingen über Herrn Eckert auch als technischer Betriebsführer von kommunalen Wasserversorgungsnetzen mit ihrem Know-how regional ein. Herr Eckert, schön, dass Sie da sind heute Abend und wir freuen uns auf Ihren Impuls. Herzlichen Dank, Frau Haug. Guten Abend in die ganze Gruppe, ganz viele Menschen. Freut uns, dass es so angenommen wird. Und der Impuls war ja von Ihnen schon, Frau Haug, angekündigt, dass wir uns von der SWE aus Gedanken machen zu einer Zukunft mit Wasser. Wassermangel ist ein Thema weltweit. Wassermangel ist auch bei uns in der Stadt Esslingen auch schon öfters in den Sommerzeiten aufgetreten, als es dann auch dieses Jahr wieder sehr heiß war. Und wir stellen uns natürlich vor und auch setzen uns dafür ein, dass wir diesen Wassermangel in den Griff bekommen. Einerseits mit der Stadt zusammen, dass man, wenn es sehr heiß wird, natürlich dann auch Richtung Trinkwasserbrunnen Wasser zur Verfügung stellt. Und wir wünschen uns natürlich auch, dass es Wassersparen Einzug hält bei der Bevölkerung, dass man auf das Wasser achtet, das ja dann Lebensmittel Nummer 1 ist und die Grundlage allen Lebens. Wir hoffen, dass die Mengen von Wasser, die wir von der Landeswasser- und der Bodenseewasserversorgung bekommen, also aus 2 großen Gebieten weiterhin gut zur Verfügung gestellt werden kann. Und ja, ich selber hoffe natürlich auch, dass das Wasser weiterhin als kostbares Gut immer sehr gerne auch zum Trinken verwendet wird, also auch in dieser Art und Weise dann genutzt wird, wie wir uns das vorstellen, dass das Wasser weiterhin ein wichtiges Lebensmittel bleibt und auch genutzt werden kann. Dafür setzen wir uns sehr stark ein, auch als
SWE eben als Wasserversorger und unterstützen auch um uns herum, um die Stadt Esslingen, kleinere Wasserversorger, kleinere Gemeinden und Kommunen, um dieses Wasser auch weiterhin schützenswert und gut zu halten, dass das köstliche Nass auch weiterhin wunderbar sprudeln kann. Gleichzeitig kümmern wir uns auch darum, dass es dann natürlich noch mehrere Standbeine geben kann. Wir haben einige Brunnen, die wir wieder untersuchen, ob man die weiterhin nutzen kann. Und wer mal die Brunnen angucken will, von der Katharinenlinde runter, den Siebenbrunnenweg, ein wunderschönes Wanderwegchen, wo man dann die Brunnen angucken kann, das Wasser trinken kann. Und ja, das ist eigentlich eine tolle Sache, dass man das Ganze dann auch nicht nur ökonomisch betrachtet, gerade beim Wasser sowieso nicht ökonomisch, sondern eigentlich ökologisch angucken muss, weil es einfach Wasser das Leben ist. Das von meiner Seite als kleiner Impuls. Ja, wunderbar, Herr Eckert. Sie haben mal sich gut an das Zeitlimit gehalten. Vielen Dank und wir bedanken uns alle auch mit einem kleinen Applaus bei Herrn Eckert. Und dann springen wir schon zum nächsten Thema, zu Gerhard Saupe. Gerhard Saupe ist seit den 1980... Nein, jetzt kommt erst, stopp, der Patrick Huth dran. Oh, stimmt. Das stimmt, den habe ich hier in meinem Word-Dokument leider übersprungen. Danke, Jörg, dann machen wir das so. Patrick, Herr Huth, Sie sind da. Übrigens ist Herr Huth aus Berlin zugeschaltet. Deshalb sind wir auch froh, dass wir online sind, denn so können Sie auch dabei sein. Ich mache Ihre Anmoderation, Herr Huth. Patrick Huth arbeitet seit 2011 als Referent bei der Deutschen Umwelthilfe. Die Deutsche Umwelthilfe ist ein bundesweit tätiger Umwelt- und Verbraucherschutzverband. Zusammen mit seinen Kolleginnen macht sich Patrick Huth für saubere Luft stark. Dabei beschäftigt er sich schwerpunktmäßig mit den Schadstoffen aus dem Heizen mit Holz. Vielen Dank, dass Sie da sind, Herr Huth, und wir freuen uns auf Ihren Beitrag. Ja, vielen Dank für die Vorstellung und auch für die Einladung, Frau Haug. Ich habe tatsächlich zwei Folien mitgebracht, um das Ganze mal vielleicht auch ein bisschen zu visualisieren. Genau, die werde ich jetzt mal kurz freigeben und hoffe, dass man das auch alles sieht. So, genau, dürfte jetzt zu sehen sein. Genau, die grundsätzliche Frage ist ja erstmal bei dem Thema Luft, wie sauber ist eigentlich die Luft, die wir atmen? Und da gibt es natürlich verschiedene Maßstäbe, die man ansetzen kann. Zum einen die Gesetzgebung. Und da berufen wir uns auf die EU-Standards, die sind ja eben auch in Deutschland gültig. Und dann schaut man sich einfach mal an, ja, wie hoch ist eigentlich der Anteil der Menschen in den Städten, die schlechte Luft atmet. Wenn man jetzt wirklich nur diese EU-Standards sich anguckt, dann geht das, wenn man da jetzt auf Feinstaub guckt, PM2,5 oder auch Stickstoffdioxide, dann ist es so, dass das eigentlich ganz gut aussieht. Also inzwischen ist es so, dass die Grenzwerte fast flächendeckend eingehalten sind. Und wie Sie sehen, eigentlich ja 1% der EU-Bevölkerung in den Städten nur noch schlechtere Luft atmet, als es die EU-Gesetzgebung vorsieht. Könnte man sich denken, ja, ist ja alles super, brauchen eigentlich nichts mehr tun. Das Problem dabei ist, wenn man schaut, was eigentlich aus gesundheitlicher Sicht notwendig wäre, also was die Weltgesundheitsorganisation vorgibt, dann sehen wir, dass beim Thema Feinstaub 96% eine schlechtere Luft atmen, als die WHO empfiehlt. Und bei NO2 sind es auch knapp 90%. Das heißt, die Luft ist nicht so gut, wie die Grenzwerteinhaltung eigentlich suggeriert. Und das sieht man auch letztendlich an den Ergebnissen, die wir trotz dieser Einhaltung haben. Also wir haben nach wie vor in Deutschland über 53.000 vorzeitige Todesfälle aufgrund von Feinstaub und über 6.000 aufgrund von Stickstoffdioxid. Das heißt, die Luft muss besser werden. Und dann ist natürlich die Frage, wie sauber muss die Luft werden? Und ich habe mal hier so eine Grafik mitgebracht, wo man gegenüber sieht die EU-Luftqualitätsstandards für die verschiedenen Schadstoffe. Die Messstation Esslingen, die ja inzwischen nicht mehr existiert, aber zumindest mit dem Messwert 2019 und die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation. Ganz links ist eben zu sehen, was die EU quasi vorgibt und was eben auch in Deutschland gilt. Da sieht man, dass bei Stickstoffdioxid Esslingen 2019 mit 39 Mikrogramm knapp unter dem, was die EU vorgibt, lag.
aber deutlich über dem, was die WHO für tolerabel hält. Bei PM2,5 gab es keine Messwerte in Esslingen, aber da sieht man auch, dass der EU-Grenzwert 5-mal so hoch ist wie das, was die WHO empfiehlt. Bei PM10, bei den größeren Partikeln, da sieht man auch, Esslingen lag deutlich über dem Wert, den die WHO empfiehlt, mit 15 Mikrogramm. Und was die Überschreitung des Tagesgrenzwertes angeht, also Überschreitungstage, da hatte Esslingen als letzten Wert 16 Überschreitungen. Die WHO sagt maximal 3 bis 4. Also auch in Esslingen gibt es da auf jeden Fall deutlich Luft nach oben, was die Luftqualität angeht. Und letztendlich das Zielbild, was uns auch als Organisation vorschwebt, ist, dass saubere Luft quasi ein Grundrecht ist, was durchgesetzt werden muss. Und dass wir schnellstmöglich dahin gelangen müssen, die WHO-Empfehlung flächendeckend einzuhalten. Und die müssen eben entsprechend umgesetzt werden. Zudem müssen wir auch gucken, dass wir weitere Schadstoffe mit betrachten bei den Grenzwerten und auch bei dem, was wir sagen, bei der Luftüberwachung machen. Das heißt, wir brauchen vor allem auch Ruß müssen wir beobachten und auch ultrafeine Partikel. Also sagen diese noch kleineren Partikel als PM2,5, die wirklich im Nanobereich sind, die nämlich vor allem aus den Verbrennungsprozessen entstehen. Deswegen sagen die Lösungsansätze, wie wir dorthin kommen und was tatsächlich auch von Seiten der Bürgerinnen und Bürger getan werden kann, das würde ich dann später in der Kleingruppe noch mal ein bisschen weiter erläutern. Genau, das dann sozusagen als Vorgeschmack für die Kleingruppe. Vielen Dank. Herr Hut, aber Sie haben noch 2 Minuten. Sie können auch jetzt schon was verraten. Ich habe noch 2 Minuten. Okay, genau. Also vielleicht tatsächlich, wenn noch ein bisschen Zeit übrig bleibt, dann schon mal als Vorgeschmack. Die Frage ist natürlich, welche Sektoren man sich dann vornimmt, um die Luft sauberer zu machen. Und da sind aus unserer Sicht vor allem 2 Bereiche elementar. Gerade wenn es um die Stickstoffdioxide geht, müssen wir an den Verkehr ran. Muss der Verkehr auf jeden Fall sauberer werden. Plus wir haben auch aus dem Verkehr natürlich Feinstaub durch Abriebe. Das ist auch so ein Problem bei Elektromobilität zum Beispiel. Also das wird sozusagen durch diese nicht gelöst. Und was den Feinstaub angeht, da haben wir natürlich die große Herausforderung, das Thema Heizen mit Holz. Und das ist natürlich auch gerade ein Punkt, der jetzt gerade in der aktuellen Situation, die Leute kaufen wie verrückt Holz und kaufen wie verrückt Öfen. Und deswegen sehen wir mit Sorge, dass wir in Richtung eines Feinstaubwinters uns bewegen. Und da müssen auf jeden Fall langfristige Strategien her, damit wir da dieses Problem auch loswerden. Genau. Wunderbar, dann danke ich Ihnen und Jörg ist schon in den Startlöchern für den Applaus und vielen Dank auch noch für die Ergänzungen. Ich glaube, das war toll für alle Menschen zu hören, die dann nachher nicht in ihrer Kleingruppe sein können. Und jetzt kommt Gerhard Saupe. Vorhin war ich zu früh, aber jetzt, Herr Saupe, sind Sie dran. Gerhard Saupe ist seit den 1980er Jahren im Umwelt- und Naturschutz aktiv, unter anderem beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Dabei hat er sich neben Energiefragen vor allem mit dem Problem des fortwährenden Flächenverbrauchs befasst. Zu dem ständigen Anwachsen der Siedlungs- und Verkehrsflächen, gerade hier im Raum Esslingen, hat er viele Erhebungen gemacht, Präsentationen erstellt und Stellungnahmen für die Kommunalpolitik verfasst. Jetzt sind Sie dran, Herr Saupe, und wir freuen uns auf Ihren Beitrag. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Ich werde meine 6 Minuten ziemlich auspressen und deshalb schnell durch meine Präsentation gehen. Ich bitte um Verständnis dafür. Weiterungen und nähere Betrachtungen müssen wir dann eben auf die Kleingruppe verschieben. Ich gebe jetzt meinen Bildschirm frei. So. Ich hoffe, das klappt. Ja, klappt super. Ah, okay, gut. Also in der Ausschreibung dieses heutigen Abends lautet ja das Stichwort Erde und Boden. Aber es geht hauptsächlich um den Aspekt der zukunftsfähigen Raumnutzung. Jetzt heute und von mir eben nicht um biologische oder agrarische Aspekte. Und ich bringe zum
Beginn eine Problembeschreibung und dann auch eine Lösungsvision. Denn das ist unsere Situation, dieses sogenannte Anthropozän ergreift immer mehr Besitz von unserer Erde mit teilweise negativen Auswirkungen. Wir haben eindeutig eine Übernutzung der Erdoberfläche mittlerweile durch uns und die Konflikte mit der Natur und damit auch mit unseren eigenen Lebensgrundlagen, die eskalieren. Man spricht ja da in dem Zusammenhang von Flächenfraß. Und das hat durchaus das Wesen einer Krebserkrankung. Und ja, das ist nichts Gesundes. Und das ist jetzt nicht einfach nur ein allgemeines Problem irgendwo rund um die Erde, sondern das ist auch ganz konkret hier in Esslingen ein großes Problem. Wir haben auch hier seit Jahrzehnten eine ständig fortschreitende Verdichtung und Ausdehnung von Siedlungs- und Verkehrsflächen. Das ist der planerische Fachbegriff. Da sehen Sie mal ein bisschen, welche Entwicklung das genommen hat in den letzten 33 Jahren jetzt speziell hier. Siedlungs- und Verkehrsflächen allein in dieser einen Generation von Menschen um 13% gewachsen. Das ist ja menschheitsgeschichtlich und siedlungsgeschichtlich eigentlich eine kurze Zeitspanne, ja, eine Generation. Und es ist offensichtlich so, dass wir so nicht weitermachen können. Dementsprechend ist übrigens die landwirtschaftlich genutzte Fläche um 12% zurückgegangen in dieser Zeitspanne. Wo und wie erfolgt dieser Flächenfraß in Esslingen? Das will ich kurz an Beispielen zeigen. Da werden zum einen immer wieder Obstwiesen einfach überbaut, trotz der Sympathie, die man immer wieder bekundet für die Streuobstwiesen. Aber das ist ein ganz aktuelles Beispiel, das Neubaugebiet Kreuth, wo eine schöne Barriere hineingebaut jetzt hineingebaut wird in eine Frischluftschneise. Es werden Ackerflächen überbaut. Das ist ein Beispiel. Neubaugebiet Zeller-Egert. Über die stadtplanerische Qualität kann man sich streiten. Es hat auf jeden Fall einen Preis bekommen, einen Architekturpreis. Und es steht dort, wo früher Ackerfläche war. Es werden Talauen überbaut. Die Naherholungszonen gehen zurück. Jetzt geht man sogar an Sportflächen. Das dürfte hier ja bekannt sein. Das steht jetzt zur Bebauung an. Die Planungswettbewerbe laufen. Und dann wird auch ganz gezielt zugegriffen auf sogenannte Baulücken. Das ist aber auch kein Patentrezept, denn das sind nicht einfach freie Flächen, die auf Bebauung warten, sondern die haben ja auch ihre Funktionen. Und deshalb will ich jetzt kurz was sagen über die direkten Folgen von dieser steigenden Überbauung. Wir haben schon jetzt durch Gutachten nachgewiesen eine deutlich zu geringe Frischluftzufuhr in die Innenstadt. Wir haben sommers oft eine gefährliche Überhitzung. Wir haben in vielen Bereichen zu hohe Lärmpegel, eben auch durch die Verdichtung des Verkehrs, weil Verdichtung der Besiedlung und der Nutzung bedeutet immer auch Verdichtung des Verkehrs. Wir haben gestörte Wasserkreisläufe, die Hydrologie unseres Gebietes ist durcheinander. Die Nahversorgung mit Lebensmitteln ist gefährdet. Wir haben immer weniger Möglichkeiten zur Naherholung in wenigen und kleinen und dann sehr konzentrierten Bereichen. Insgesamt kann man sagen, dass der dichte Stress für die Einwohnerinnen steigt. Ökologisch betrachtet gehen Biotope verloren, die Artenvielfalt geht zurück. Und insgesamt bedeutet das, dass das Ökosystem, von dem wir leben, instabil wird. Gefragt ist jetzt angesichts dieser Probleme ein positives und kraftvolles Zielbild. Da habe ich auch meine Hausaufgabe in der Ausschreibung zu diesem Wandelstadt-Netzwerkabend sehr ernst genommen. Dieses Zielbild kommt jetzt hier. Wir alle gemeinsam sollten uns bemühen, die Bedingungen zu schaffen für eine wirklich funktionsfähige und stabile Umwelt, die wir vielleicht auch besser Mitwelt nennen sollten, denn wir sind nicht getrennt davon. Und das heißt ganz konkret, wir müssen hin zu einer Flächenneutralität, so wie wir eben auch zu einer Klimaneutralität
hin müssen. Das erfordert zunächst einmal die Überprüfung bisheriger Anspruchshaltungen. Dafür gibt es aber dann auch schon eine ganz lange Liste von Handlungsmöglichkeiten. Ich will jetzt hier in der Kürze der Zeit nur drei Stichworte kurz erwähnen. Wir müssen Verkehrsflächen neu aufteilen, anstatt sie ständig zu vermehren. Wir müssen die vorhandenen Gewerbebrachen recyceln und auch upcyceln. Und wir müssen Kampagnen durchziehen für die Modernisierungen und Aufstockungen im Bestand der Wohngebäude. Alles Nähere, wie gesagt, dann in der Kleingruppe bei Interesse. Also, wenn wir das schaffen, dann kommt jetzt die positive Vision. Dann kann unser Leben hier in der Stadt wieder stressfreier, gesünder und angenehmer werden. Die konkrete Frage war jetzt noch, wie kann man diese Aufgaben aufteilen oder durchziehen lassen durch diese verschiedenen Institutionen? Nun, dazu muss ich sagen, es gibt da leider keine einfachen Rezepte, denn hinter diesen ganzen Fehlentwicklungen steht nicht die eine falsche Idee oder der eine böse Bube, sondern viele Verflechtungen, und wir müssen ehrlich sein und uns eingestehen, dass wir da letztlich oft mit eingebunden sind. Auf jeden Fall, wir haben viele verschiedene Bedürfnisse und die können in Zukunft nicht mehr durch die weitere Überbauung von Freiflächen befriedigt werden. Wir brauchen andere Konzepte, denn unsere Erde ist begrenzt. Ich bin gleich soweit. Wir brauchen Klugheit. Wir brauchen Gerechtigkeitsempfinden, wir brauchen Engagement, wir brauchen auch Verzichtsbereitschaft. Denn um das geht es hier. Wir müssen Interessen ausgleichen, wir müssen zu einem nachhaltigeren Lebensstil und Wirtschaftsweisen finden. Das sind dicke Bretter und darüber sollten wir dann also in der Kleingruppe sprechen. Nur ein konkreter Hinweis jetzt noch schnell, nämlich die anerkannten Umweltverbände. Ich habe jetzt mal die wichtigsten genannt, BUND, NABU und LNV hier in Baden-Württemberg. Die haben per Gesetz besondere Beteiligungsrechte bei den Raumnutzungsplanungen von Land, Region, Kreis und Stadt. Das ist gut so, aber es braucht halt auch aktive Menschen, die das in geduldiger Arbeit wahrnehmen. Und Sie ahnen schon, das bedeutet eine herzliche Einladung zur Mitarbeit. So, bis hierhin jetzt vielen Dank und alles Weitere dann in der Kleingruppe. Und wir sagen vielen Dank, Herr Saupe, für diesen Input. Da fliegen die Hände nach oben. Herr Saupe, vielen Dank, dass Sie uns so einen reichhaltigen Input gegeben haben. Wir springen zu Jochen Reinhardt. Jochen Reinhardt ist Gründer und Geschäftsführer der Waste Monkey GmbH. Umweltschutz und Recycling sind für ihn Zeitgeist. Das sichtbar und messbar zu machen, ist seine Aufgabe, indem er nachhaltige Strategien und Konzepte entwickelt, die Abfalltrennung und Recycling in den Mittelpunkt stellen. Er zeigt, wie Abfallentsorgung eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Relevanz erhält und supportet andere dabei, selbst Wertstoffretter zu werden. Willkommen und schön, dass Sie da sind, Herr Reinhardt. Sie sind dran. Vielen Dank für die tolle Einführung und einen wunderschönen guten Abend in die Runde. In meinem Beitrag geht es heute, wie schon angekündigt, um Abfall und Recycling. Beides elementare Begriffe, die sich in der Kreislaufwirtschaft auch wiederfinden. Und Kreislaufwirtschaft bedeutet gleichzeitig auch immer Umweltschutz. Umweltschutz bedeutet dann auch wieder Nachhaltigkeit, wobei Umweltschutz und Nachhaltigkeit auch manchmal nicht immer zusammenstehen. Die können sich auch mal miteinander beißen. So, deswegen gibt es da immer verschiedene Maßnahmen und Ansätze, wo man sich dann auch drüber streiten kann. Worum geht es tatsächlich? Es geht darum, dass man das Thema Wertstoff besser erkennt und auch besser begreift. In Deutschland gibt es sehr viele gesetzliche Regelungen, Verordnungen und Satzungen, die vorschreiben, wie man mit seinem Abfall umzugehen hat. Ich glaube, das ist eines der meist reguliertesten Themen, die wir in Deutschland haben, was man mit seinem Abfall tun darf und was man zu lassen hat.
Und aber auch da, wie bei meinem Vorredner gesagt, geht es nicht ohne die Betriebe, ohne die Politik, ohne die Menschen, die dann begreifen, was ist denn eigentlich Abfall? Und Abfall gibt es tatsächlich in der Kreislaufwirtschaft gar nicht mehr. Es gab früher ein Kreislaufwirtschaftsabfallgesetz. Das Wort Abfall hat man gestrichen, um mehr auf die Kreislaufwirtschaft zu gehen. Und Kreislaufwirtschaft heißt auch immer Wertstoffe. Und da plädiere ich immer dafür, für sich selber auch den Wert von einem Stoff zu erkennen, den persönlichen Wert. Habe ich einen Wert dadurch? Habe ich einen Gewinn dadurch? Oder brauche ich diesen Wertstoff unter Umständen gar nicht, der für mich ein Rohstoff, ein Produkt, eine Dienstleistung sein kann? Das heißt Verzicht, das heißt auch Abfälle vermeiden. Denn wenn ich weniger Produkte habe, die irgendwann dann wieder ein Abfall werden, die unter Umständen gar nicht recycelt werden kann, habe ich schon mal einen ganz großen Schritt getan. Das heißt, das Wort und den Begriff Wertstoff ist tatsächlich auch wörtlich zu nehmen. Es ist ein Stoff, der etwas wert ist. Und was hat der für einen persönlichen Wert? Dann gibt es noch den anderen Wert. Was ist er denn tatsächlich wert? Was kann ich tatsächlich mit diesem Stoff machen? So, und da sind wir natürlich auch alle gefragt, wo wollen wir denn dahin? Wir wollen nicht hin zur Wegwerfgesellschaft, die wir eine lange Zeit waren, weil wir immer gedacht haben, wir sind Recycling-Weltmeister in Deutschland, das machen ja alles Anlagen, das passiert doch alles wunderbar. Ist es schon lange nicht mehr, wir sind schon lange nicht mehr Recycling-Weltmeister, da haben uns andere mit innovativen und klugen Ideen überholt. Und wir wollen tatsächlich auch weg von dieser Wegwerfgesellschaft, wir wollen hin zur Bring-it-back-Gesellschaft, sage ich immer, Zurückgeb-Gesellschaft, zur Wieder-in-den-Kreislauf-Bring-Gesellschaft. Das heißt, wenn ich bestimmte Produkte habe, die ich nicht mehr benötige, entweder gebe ich die jemand anderen. Es gibt jetzt auch ein Gesetz dafür, dass Dinge wieder repariert werden müssen, ein sehr kluger Ansatz. Es gibt Dinge, die ich weitergeben kann, die ein anderer vielleicht braucht, die noch vollkommen in Ordnung sind, die ich nicht benötige. Und es gibt eben auch Dinge, die keinen Bedarf mehr haben. Und da muss ich dann eben gucken, können die recycelt werden oder nicht. Da brauchen wir recyclingfähige Produkte. Das ist mein Ansatz, dass da eben die Industrie, die Produktion sehr viel stärker in die Pflicht genommen wird, mehr recyclingfähige Produkte herzustellen, damit die auch wieder einwandfrei in den Kreislauf eingeführt werden können. Und wer ist daran beteiligt? Wer muss da noch stärker ein bisschen draufschauen? Muss da die Politik draufschauen? Da sage ich ganz klar, nein, das ist nicht Aufgabe der Politik. Die Politik hat in Deutschland alles getan, dass wir eine funktionierende Kreislaufwirtschaft haben. Allerdings, woran es mangelt, ist der Vollzug. Das heißt, es gibt sogar in Deutschland eine Pflicht zur Abfalltrennung. Das ist genauso ein Gesetz wie, ich darf nicht bei Rot über die Ampel fahren. Es sind in gewerbliche Unternehmen dazu verpflichtet, gewisse Abfälle zu trennen. In der Anzahl sind 7 Stück. Kennt kein Mensch das Gesetz. Findet auch ganz, ganz wenig Präsenz in den Medien. Und das ist auch schon mein zweiter Punkt. Wo müssen wir hin und was müssen wir tun, damit wirklich das Bewusstsein da auch geschärft wird? Das Thema muss viel mehr in den Medien. Das muss, wann war schon mal was über Abfall in den Tagesthemen? Höchstens mal, wenn irgendwo was illegal entsorgt wurde. Aber eine Positivnachricht, was in Deutschland passiert, damit Abfälle wieder verwertet und recycelt werden können, das gibt es ganz, ganz wenig. Deswegen ist Aufklärung ein ganz, ganz großes Thema. Die Leute müssen begreifen und müssen wissen, was passiert denn eigentlich mit meinem Abfall? Kann das wieder ein Wertstoff werden? Kann das recycelt werden? Und wie kommt es dann wieder auf den Markt? Das müssen die Leute wissen. Und da sage ich auch immer, Umweltschutz ja, aber ehrlich. Das heißt, die Unternehmen, wir haben gerade ein ganz großes Thema mit Greenwashing. Die Unternehmen sollen einfach sich auch ehrlich positionieren, wo was funktioniert und wo was gut ist und woran man auch arbeitet. Das heißt, die Unternehmen müssen auch klar werden, dass die Leute sich nicht mehr für dumm verkaufen lassen, sondern die hinterfragen das Thema. Und da gab es in den letzten Wochen genug Beispiele und in den letzten Monaten genug Beispiele, wo verschiedene Unternehmen da eben nicht so gut waren. So, und das Thema ist natürlich auch beim Bürger. Die müssen natürlich auch aktiv werden. Es lebt immer auch von Mitmachen, es lebt immer auch vom Beteiligen. Und ja, da fordere ich eben auch alle auf, verschlingt Informationen, holt euch Informationen, klärt euch auf, lasst euch aufklären und tut in eurem Umfeld so viel wie möglich, weil der Eindruck, dass einer, wenn einer was tut, dass das ja sowieso nichts bringt, dem muss ich total widersprechen. Es gibt ganz, ganz tolle Maßnahmen, die gar nicht mal so wahnsinnig kompliziert sind und wo man schon sehr viel Gutes für die Umwelt und für die Natur auch tun kann.
Habe ich eine Punktlandung? Ja, genau, eine Punktlandung. Also wir dürfen applaudieren. Vielen Dank, Herr Reinhardt, für diese Punktlandung. Jetzt werden sich manche fragen, die mitgerechnet haben bei unserem Titel. Ja, wir hatten jetzt das Thema Wasser, wir hatten das Thema Wertstoffe, wir hatten das Thema Luft und wir hatten das Thema Erde. Was kommt denn jetzt noch? Jetzt kommt ein spannender Aspekt, nämlich der Aspekt, wenn man all diese Sektoren nämlich zusammendenkt, den Aspekt der Natur. Und dafür haben wir Dr. Peter Vollbrecht eingeladen. Er ist engagiert im ökologischen Netzwerk, im Netzwerk Rechte der Natur, das schon mal das Grundgesetz in einigen Paragraphen ökologisiert hat. Ansonsten ist er beruflich selbstständig unterwegs und entführt oder verführt interessierte BürgerInnen zu kleinen philosophischen Entdeckungen am eigenen Leben. Er hat 1997 in Esslingen das Philosophische Forum gegründet und veranstaltet regelmäßig Diskussionsabende in der Stadtbibliothek. Herr Dr. Vollbrecht, wir freuen uns sehr, dass Sie den Abschluss machen und die unterschiedlichen Sektoren, die wir gedacht haben, jetzt zum Großen und Ganzen zusammenfügen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die freundliche Einleitung. Ich glaube, da kann man nur zu kurz springen, was jetzt irgendwie von mir erwartet wird. Das funktioniert auf jeden Fall nicht. Ich möchte aber beginnen mit einem großen Kompliment an die Zivilgesellschaften in Europa, Amerika, Australien, auch dem indischen Subkontinent, ja eigentlich weltweit. Denn die Akteure des ökologischen Engagements finden sich verstärkt in den lokalen Gruppierungen, in den Städten und den Gemeinden. Es ist, als ob die eigentlichen Veränderungen von der gesellschaftlichen Basis ausgehen. Erspart mir in der Kürze der Zeit die näheren Belege. Wichtig erscheint mir allemal, dass ich von einer ökologischen Idee berichten möchte, die seit einigen Jahren um die Welt geht. Es ist die bahnbrechende und unser gesamtes Rechtssystem revolutionierende Vision, die Natur zu einer ökologischen Person zu erklären. In aller Kürze muss ich jetzt vier Dinge erklären. Was ist eine ökologische Person, juristisch gesprochen? Sodann, zweitens, wem soll dieser Status zugesprochen werden? Und drittens, welche Projekte gibt es derzeit schon weltweit? Und viertens, wer hat diese Idee eigentlich ausgeheckt? Beginnen wir mit dem Ersteren. Eine ökologische Person hätte denselben Rechtsstatus wie wir alle, wie Sie, wie ich, wie eine Aktiengesellschaft. Personen genießen einen sogenannten subjektiven Rechtsstatus. Das heißt, sie können aus eigener Initiative vor Gerichten klagen, wenn sie ihre Grundrechte verletzt sehen. Sie sind aber auch haftbar zu machen für Schäden, die sie anderen Personen zufügen. Wenn also, sagen wir, Elefanten oder Menschenaffen zu ökologischen Personen erklärt würden, dann hätten sie das Recht, vor Gericht etwa ihre Befreiung aus der Zuhaltung zu erklagen. Das können sie allerdings nicht selber initiieren. Es müsste also einen Stellvertreter her, der die Interessen der betreffenden Tiere vor Gericht artikuliert. Überdies geht es nicht nur um höhere Primaten oder um Tiere, die uns emotional besonders ans Herz gewachsen sind. Nein, das Konzept der Rechte der Natur lebt davon, dass der Mensch sich mit seinen Interessen nicht höher stellt als die Natur mit den ihren. Und das heißt konkret, dass auch die ökologischen Systeme in den Blick geraten und Rechte beanspruchen können. Ein Fluss etwa, ein Gletscher, ein Meer. Für Esslingen lautet mein möglicher Traum: Befreit den Fluss aus seinem Betonbett, lasst ihn fließen, wie er möchte, dann belebt sich auch sein Habitat und wir Bürger Esslingens üben uns in einer neuen Weise des Zusammenlebens von Zivilisation und Natur. Und da bin ich schon beim zweiten der vier Punkte. Hier allerdings finden sich Probleme im Detail, denn niemand würde sich für die Rechte des Coronavirus oder von Krebszellen einsetzen wollen. Das Verhältnis des Menschen zur Natur kann eben nicht nur kooperativ, partnerschaftlich und harmonisch sein. Es ist auch konfliktbeladen, rivalisierend, denn jedes Leben ist ja eben auch ein Schlachtfeld von Krankheitserregern und Abwehrzellen. Oder auf die äußere Natur angewandt, der beschleuste und einbetonierte Neckar bewahrt unsere Stadt vor verheerenden Überschwemmungen, deren historische Höchststände man am Schelztor ja ablesen kann.
Gleichwohl soll das Konzept der Rechte der Natur eine jahrtausendealte Schräglage des Rechtsgedankens korrigieren. Gerade wir Europäer spannen den Rechtsgedanken ausschließlich auf den Menschen und seine Interessen. Und heute erinnert uns das Konzept der Rechte daran, dass die Menschheit auch andere Wege kennt. Und in der Tat, damit bin ich bei den letzten beiden Punkten, Sie erinnern, welche Projekte gibt es weltweit und wer hat sie ausgeheckt? Und es waren die indigenen Bewohner der südamerikanischen Anden und des Amazonasbeckens, die sich über Jahre hinweg eine Auseinandersetzung mit einem texanisch-mexikanischen Ölkonzern geliefert haben. Sie berufen sich auf Pachamama, Mutter Erde, und hinter diesem Quechua-Ausdruck steht eine ganze indigene Mythologie. Indigenialität nennt die Literatur diese kulturelle Wurzel, die uns Westler zutiefst beschämen muss, weil sie unseren ungebrochenen und arroganten Anthropozentrismus demaskiert. Doch zurück zu den Indigenen Ecuadors. Am Ende des Tages hatte die verfassungsgebende Nationalversammlung Ecuadors die Rechte der Natur in der Verfassung verankert. Ähnliches findet sich im bolivianischen Rechtssystem und auf lokaler Ebene in Neuseeland, Australien, Indien, Florida. Und kürzlich entschieden spanische Gerichte dem Mar Menor, eine südspanische Lagune bei Murcia, den Status einer Person zuzusprechen. Damit ist dieses Binnenmeer die erste europäische Region, die ihre Interessen rechtlich einklagen kann. Soweit als einmal zum ersten Verständnis des Konzeptes Rechte der Natur. Aber was bedeutet das für das lokale Engagement vor Ort? Da denke ich, es geht um die kleinen Dinge, wie auch um die großen Dinge. Die kleinen Dinge wurden hier auch schon vielfach genannt, also zum Beispiel Initiativen, die sich gegen die Verkiesung der Gärten stellt, Biotope fördert, in denen Insekten leben, Landschaftsverbrauch zugunsten neuer Industrieanlagen und war ein weiteres Thema. Und zwei größere Projekte oder gar drei größere Projekte könnte ich mir vorstellen. Das eine, der Gemeinderat erklärt das Ziel einer CO2-neutralen Stadt bis 2030 und verankert es in der Satzung. Und dann, ihr ahnt es, Sie ahnen es wahrscheinlich schon, mein Lieblingsprojekt, der Neckar. Er wird zur ökologischen Person erklärt, zusammen mit den Streuobstwiesen. Die Rückführung des Flusses in seine natürliche Gestalt setzt grundlegende Änderungen in der Verkehrsführung voraus, denn das Tal ist eng und bietet nicht viel Platz. Die Schiffbarkeit des Neckars endet also spätestens in Stuttgart. Ja, und auf die B10 stört das Zusammenleben von uns Bürgern mit dem Fluss. Hier wird eine Lösung gefunden werden müssen, die nicht wieder einen neuen Landschaftsverbrauch verursacht. Man sieht, wie eins ins andere greift. Auf längere Sicht jedenfalls werden die Rechte der Natur unser Bewusstsein verändern. Die ökologischen Krisen rufen uns zu einem Kulturwandel auf. Vielen Dank. Eine Punktlandung, Herr Dr. Vollbrecht. Und wir sind begeistert über diesen neuen Ansatz. Und ich finde, Sie haben es wirklich geschafft, das Ganze zusammenzufügen. Auch wenn Sie gesagt haben, Sie schaffen das nicht. Aber doch, doch. Für mich hat das absolut funktioniert, die vier verschiedenen Sektoren zusammenzufassen auf die Rechte der Natur. Ich habe Ihnen am Anfang erklärt, das Ziel eines Wandelstadt-Netzwerkabends ist sowohl der Wissenstransfer, den wir gerade von unseren Gästen geschenkt bekommen haben, aber auch das selber aktiv werden dürfen. Und das machen wir jetzt so, dass wir uns gleich aufteilen in fünf unterschiedliche Kleingruppen. Und ich sage Ihnen aber noch, worauf diese Kleingruppen sich ausrichten werden. Und zwar haben wir da die Leitfrage für entwickelt: Welche Möglichkeiten haben wir als BürgerInnen, um uns selbst für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen zu engagieren? Das so als eine Richtung. Was können wir selber tun? Und die andere Richtung ist, wie können wir Politik, Stadtverwaltung und auf die Gesellschaft einwirken, um zu einem Wandel beizutragen? Also in den Kleingruppen wollen wir versuchen, zwei Ebenen gleichzeitig zu denken. Die eine Ebene des eigenen Lebens, des eigenen Wirkens, des Engagements, und die andere Ebene ist immer die Ebene der Rahmenbedingungen, die wir auch mitdenken wollen. Wo müssen wir einwirken, damit sich in dem höheren System etwas verändert?
Und jetzt können Sie sich gleich entscheiden zwischen den 5 Kleingruppen. Die Wasser-Kleingruppe mit Jörg Eckert, die Luft-Kleingruppe mit Patrick Huth, die Erde-Kleingruppe mit Gerhard Saupe, die Wertstoffe-Gruppe mit Jochen Reinhardt und die Mitwelt-Gruppe mit Dr. Peter Vollbrecht. Und wir verabschieden uns dann und sehen uns wieder in 20 Minuten, die natürlich viel zu kurz sein werden, aber sie werden Ihnen einen Geschmack davon geben, wie toll es ist, wenn man Selbstwirksamkeit übt und sich engagiert, ob in der Kleingruppe oder im eigenen Leben oder in der großen Welt. Viel Freude beim Entscheiden und Sie können auch wechseln, wenn Sie merken, Sie wollen in der kleinen Gruppe, haben Sie nichts mehr beizutragen, dann kommen Sie zurück in den großen Raum und können in einen anderen Raum hinüber switchen. Viel Freude und bis um 8:50, da treffen wir uns wieder. So, dann sind wir wieder im großen Gruppenraum an unserem runden gemeinsamen Tisch miteinander versammelt. Und jetzt wird es sehr spannend für Sie, liebe TeilnehmerInnen, denn jetzt kommen unsere KooperationspartnerInnen und präsentieren Ihnen das Lebensgrundlage-Mitmachbuffet. Aber keine Sorge, Sie müssen sich gleich keine Termine mitschreiben. Diese Termine haben Sie schon in der Mail mit dem Link bekommen. Die stehen unten in der Tabelle. In dem Mitmachbuffet sind alle diese Termine schon für Sie genannt. Und Sie werden am Wochenende auch noch mal eine Nachbereitungsmail bekommen, falls Sie die Link-E-Mail nicht mehr haben. Da stehen dann auch noch mal alle Termine drin. Sie dürfen sich jetzt einfach entspannt zurücklehnen und sich aussuchen, worauf Sie Lust haben, was Ihnen Appetit macht, um selber wirksam zu werden. Herzlich willkommen beim Mitmachbuffet. Liebe Caroline, du beginnst. Ja, danke schön. Genau, wir haben gehört, bei den Experten kam immer wieder das Thema Wasser auf und jetzt auch gerade in der Diskussionsrunde war es sehr vielfältig, was da alles irgendwie im Argen liegt in Esslingen, aber eigentlich auch weltweit. Und wir müssen einfach überlegen, wie wir nachhaltiger mit Wasser umgehen können. Und dafür oder darum geht es auch in unserem Bildungsprojekt. Das ist ein europaweites Projekt bei FINEP. Und wir möchten Menschen motivieren, sich mit dem Thema zu beschäftigen und andere zu sensibilisieren auch. Und dafür haben wir tolle Materialien entwickelt, eine Ausstellung unter anderem, die wir zum Beispiel nach Esslingen holen könnten. Und wir haben Fördermittel, um Veranstaltungen zu organisieren. Und ich würde mich sehr freuen, wenn sich eine kleine Gruppe, es reicht auch eine, 2 Personen finden, die Lust darauf haben, eine Veranstaltung zu organisieren und sich zu überlegen, was wir denn hier tun können, wie wir andere Menschen in Esslingen auch noch informieren und mitreisen können. Am 25. Oktober um 17 Uhr würden wir uns treffen. Danke dir, Caroline. Und wir springen zu Jörg. Ja, also in unserer kleinen Gruppe, da waren ja gleich 2 Experten. Zum einen der Herr Huth von der Deutschen Umwelthilfe und der Herr Vogt vom Feuerungsinstitut in Stuttgart an der Uni angeschlossen. Wir wollen eine Präsenzveranstaltung machen am 16.11., also alle merken, 16.11., das ist ein Mittwoch, von 19 bis 21 Uhr. Da wird der Herr Ulrich Vogt und der Marc-Oliver Schmid vom Feuerungsinstitut kommen. Das ist eine Abteilung, die sich mit Rauchgasreinigung und Luftreinhaltung beschäftigt. Ich denke mal, da haben wir 2 Experten, die ziemlich viel sagen können zum Thema. Und das Thema wird sein, Luftverschmutzung durch Holzfeuerungen und mögliche Lösungen. Da geht es dann auch darum, was für rechtliche Rahmenbedingungen gibt es und wie könnten Leute, die jetzt unbedingt feuern wollen, vielleicht das so machen, dass es möglichst wenig Schadstoffe generiert. Und deswegen denke ich mal, ist es eine interessante Veranstaltung für Leute, die gern saubere Luft in ihrem Wohngebiet haben. Ich weise nochmal darauf hin, 16.11. von 19 bis 21 Uhr. Und zwar wird es im Forum sein, Zentrum für Bürgerengagement in der Schelstorstraße hier in Esslingen. Und wir werden das natürlich noch weiter bewerben. Wir würden uns freuen, wenn viele dabei sind. Danke dir, Jörg. Und wir kommen zu Wiebke von Transition Town. Ja, vielen Dank. Ja, ich darf einladen, uns
zu besuchen, mitzumachen bei unseren Gruppen. Wir engagieren uns vor allen Dingen im Privaten und machen viel in Esslingen hier, in verschiedenen Bereichen, Wertstoffe zum Beispiel, jetzt das neue Projekt Buy Nothing. Da geht es darum, Dinge im Kreislauf zu halten, indem man sie einfach verschenkt. Da gibt es eine App und die kann man sich runterladen. Ja, darüber tauschen wir uns aus. Wir haben eine Tuvas-Gruppe, wo wir auch solche Themen angehen und einfach besprechen und schauen, wie wir selber da innovativ unterwegs sein können. Also in verschiedenen Bereichen, vor allen Dingen Wertstoffe oder Sachen einfach selber machen. Und in Kooperation mit Zuzule machen wir die Müllspaziergänge, wo wir einfach die Mitwelt ein bisschen mehr aufräumen hier in Esslingen. Genau, danke. Danke dir, Wiebke. Und wir springen zu Steffen Petruch vom Klimagerechtigkeitsbündnis Esslingen. Ja, danke schön. Ich lade Sie ein zu einer Besichtigung der Freiflächen-Solarthermieanlage in Ludwigsburg. Das ist die zweitgrößte Solarthermieanlage in Deutschland und die produziert auf einer relativ kleinen Fläche viel Wärmeenergie für das städtische Wärmenetz. Und das ist eben eine Möglichkeit, um uns von fossilem Öl und Gas unabhängig zu machen. Es kann uns helfen, zu Hause weniger mit Holz zu heizen und es kann auch als Biotop gestaltet werden, um dem Artenschutz zu dienen. Die nächste Möglichkeit für dieses Mitmachangebot ist sogar direkt morgen Abend, wenn ich die Anlage zeige, um 16.30 Uhr. Ich mache das aber öfter, insofern ergeben sich auch in Zukunft noch Möglichkeiten dazu. Also melden Sie sich gerne auch, wenn Sie jetzt nicht ganz so kurz entschlossen sind. Das Wetter morgen wird etwas trüb, die Anlage wird nicht viel produzieren, aber es wird zumindest trocken bleiben, wie es bisher aussieht. Danke und wir springen zu Wolfgang Bauspieß vom Reparaturcafé Esslingen. Wolfgang, machst du noch dein Mikro an? Ja, also wir vom Reparaturcafé möchten Sie einladen, bei uns mitzuhelfen. Auch wenn Sie keine Reparaturspezialistin sind und kein Elektroprofi, es gibt viele Möglichkeiten, das Reparaturcafé zu unterstützen. Unsere Website pflegen oder Veranstaltungen organisieren oder einfach an der Theke gemütliche Atmosphäre schaffen, das braucht man auch. Es gibt für jede und jeden eine Möglichkeit, mit uns was für Ressourcenschonung zu tun. Die nächste Gelegenheit, beim Reparaturcafé mitzumachen, ist am Samstag, den 19. November, in den Räumen vom ZAK, in der Franziskanergasse. Und wir würden uns über neue Gesichter freuen. Wenn es gelingt, haben wir vielleicht eine Chance, mal irgendwann vom zweimonatlichen Rhythmus auf monatlich umzustellen, um häufiger präsent zu sein. Vielen Dank. Vielen Dank dir, Wolfgang. Und wir kommen zum letzten Mitmachangebot von Cornelia Mangold und Sven Teufel vom Zuzule. Ja, wir haben ja heute viel über Wertstoffe gehört und eben auch gehört, wie wichtig es ist, diese wirklich wert zu schätzen. Und umso schlimmer ist es ja, wenn Wertstoffe dann in der Natur, in der Umwelt landen und dort verrotten. Und wir vom Zuzule, wir laden regelmäßig zu Cleanup-Aktionen ein, zum Beispiel den World Cleanup Day, das ist die große Aktion, einmal im Jahr im September, aber auch viele kleinere übers Jahr. Und da geht es eben darum, die Natur zu reinigen von allem, was die Leute Müll wegwerfen. Und da kommen auch eben viele Wertstoffe zutage, die wir eben versuchen, wieder in den Kreislauf zu bringen. Genau, und unsere ganz konkrete Mitmachaktion jetzt für den heutigen Abend, es putzt, findet am 22.10. den Samstag statt in verschiedenen Teilorten von Esslingen. Wir von Zuzule werden von 9 bis 12 Uhr im Meilepark sein und werden dort aufräumen mit Umgebung. Und es ist für Putzutensilien ist dort gesorgt. Also wer Zeit und Lust hat, gerne eine E-Mail an uns, ans Zuzule. Und all unsere Termine sind auch auf der Website. Wir werden das nachher noch kurz reinstellen. Da kann man dann auch gerne nochmal nachlesen. Also Samstag, 22.10. von 9 bis 12 Uhr im Meidepark. Dann danke ich euch beiden und wir kommen zum letzten inhaltlichen Punkt des heutigen Abends. Da haben nochmal unsere Gäste das Wort und wir wollen gerne wissen von Ihnen, liebe Experten,
Wenn wir uns nächstes Jahr wieder treffen, genau wieder im virtuellen Raum oder vielleicht in einem Corona-Offline-Raum, welche Fortschritte werden wir dann in Esslingen feiern können, wenn es darum geht, unsere Lebensgrundlagen zu bewahren? Wer mag beginnen? Herr Huth vielleicht? Ja, gerne. Ja. Sogar die Hand gehoben. Ja, in einem Jahr mein Wunsch oder meine Hoffnung, die Stadt Esslingen entdeckt ihren politischen Gestaltungsanspruch beim Thema saubere Luft wieder und versteckt sich nicht hinter der Einhaltung der Grenzwerte, sondern macht tatsächlich oder bringt wirklich wirksame Maßnahmen im Bereich des Verkehrs und auch im Bereich der Holzförderung auf den Weg. Gute Aussichten. Danke Ihnen, Herr Huth. Und wir springen zu Herrn Eckert. Ja, nächstes Jahr würden wir uns freuen, wenn es aufgrund der immer heißer werdenden Sommer und der heißeren Stadt, Hot Summer in the City, wenn wir es schaffen könnten, dass wir dann nächstes Jahr schon mehr Trinkwasserbrunnen zur Verfügung stellen für die Bevölkerung in Esslingen. Neben dem jetzigen Trinkwasserbrunnen vielleicht schon die nächsten 2, 3 Stück und einen Schattenweg dann schon haben, dass wir einfach dann in den heißen Sommern dann das Wasser mehr zur Verfügung stellen können für die Bevölkerung. Gute Aussichten. Wir springen zu Herrn Saupe. Ja, also was wir dann wirklich in einem Jahr eventuell zu feiern haben, das kann ich beim besten Willen nicht sagen. Aber ich kann meine Hoffnung äußern. Meine hauptsächliche Hoffnung ist die, dass noch mehr Menschen als heute verstehen, dass die vielen Probleme, die wir jetzt heute auch wieder diskutiert haben, dass die nicht zufällig sind und keine Betriebsunfälle sind, sondern dass die an Orientierungen liegen, an Geschäftsmodellen, an Wirtschaftsweisen und an Lebensstilen, die einfach nicht mehr in die heutige Zeit passen. Und dass wir da wirklich ganz grundsätzlich was dran tun müssen, weil wir sonst vor lauter Reparaturen und schnellen Einzelmaßnahmen gar nicht mehr weiter vorankommen werden. Das ist also meine Hoffnung, dass auch jetzt angesichts der der Krise, die sich jetzt aktuell noch weiter zugespitzt hat, dass noch mehr Menschen das einfach verstehen und dann auch mit willigem Herzen sozusagen und willigem Geist sich diesen Aufgaben widmen und nicht weiter in Abwehrhaltungen bleiben und Gewohnheitsrechte verteidigen. Danke, auch eine differenzierte Aussicht. Ich fand sie sehr hoffnungsvoll, dass dieser Wandel in den Köpfen stattfinden kann. Und wir springen zu Jochen Reinhardt und seinen positiven Zukunftsaussichten für unseren Ausblick in einem Jahr. Ich habe 2 Hoffnungen, und zwar einmal auf Bürgerebene, dass die Leute in einem Jahr noch besser über ihre Abfälle Bescheid wissen und ihre Abfälle auch mehr als Wertstoffe wieder schätzen. Und sich zweimal überlegen, wenn sie zum Beispiel was in der Hand haben, was in die Restmülltonne wandert, ob das nicht vielleicht doch entweder wiederverwendet kann, dass das ein anderer vielleicht gut gebrauchen könnte. Oder, was auch ein ganz großes Problem ist, vielleicht ist es ja was für die Biotonne, was kompostiert werden kann. Das hat in der Restmülltonne nichts zu suchen. Mein zweiter Wunsch und Anspruch ist es, dass wir in einem Jahr politisch modernere Abfallkonzepte zu überlegen haben, weil warum gibt es denn solche Initiativen wie Conny und Sven? Weil die Leute meines Erachtens natürlich auch erstmal schlampig sind, das ist auch ganz klar, da gibt es auch einen gewissen Teil, aber ich bin immer ein ganz großer Fan davon, Lösungen zu bieten, und wenn man im Meilepark läuft und sich da mal die Abfallbehälter anschaut, die sind von 1900 noch irgendwas, wenn da ein Pizzakarton drauf liegt, dann ist der voll und dann schmeißt auch kein anderer was rein, sondern schmeißt es daneben. Also ich glaube, da gibt es städtepolitisch auch noch sehr viel bessere Konzepte, Abfälle zu sammeln. Unterirdische Sammlungen gibt es, da sind uns die Spanier ganz weit voraus. Es gibt ganz tolle Möglichkeiten, was die Behälter angeht, was die Sammlung angeht, geräuschlos, geruchsfrei. Also da kann man sich auch sehr viele gute Gedanken machen. Danke Ihnen, Herr Reinhardt. Und das letzte Wort in der Gute-Aussichten-Zukunftsrunde hat Herr Dr. Vollbrecht. Herr Dr. Vollbrecht, was feiern wir für Erfolge am 22. September 2023 beim nächsten Wandelstadt-Netzwerkabend zu unseren Lebensgrundlagen?
Also am 22. September 2023 werden wir positiv zurückblicken können, dass sich eine Gruppe formiert hat, die ein Bürgerbegehren initiiert, Umfragen sammelt, um die Rechte der Natur in die baden-württembergische Verfassung aufzunehmen. Das wird ein großer Schritt sein. Wir werden davor schon eine ganze Reihe von einzelnen Veranstaltungen gemacht haben, damit Information breit gestreut wird und die Bürger engagieren sich und wir engagieren uns auch alle dazu. Und wir sind dann in einem Jahr zuversichtlich, dass wir in einem dann Folgejahr die entsprechenden Unterschriften zusammenbekommen, um dann im Jahr 2024 dieses Bürgerbegehren dann tatsächlich durchführen zu können. Und das wird natürlich ein großer Sieg sein für die Sache und wir werden dann irgendwie die Rechte der Natur in der baden-württembergischen Verfassung verankert haben und dann geht es an das nächste Projekt, den Neckar endlich mal wieder zu befreien. Großartige Aussichten, Herr Dr. Vollbrecht, bin ich voll dabei und vor allem gefällt mir die Vorstellung, dass sich da heute Abend auch so eine Esslinger Keimzelle formiert hat, die das baden-württembergische Bürgerbegehren von Esslingen aus mit voller Kraft unterstützen. Also ich bin gespannt, wer sich nach diesem Abend bei Ihnen melden wird. Ich habe jetzt das Schlusswort des heutigen Abends und ich mag Sie noch einladen, auch Teil der Wandelstadt-Bewegung zu werden. Wir haben einen Newsletter, der heißt Wandelstadtpost. Wir haben schon 500 EsslingerInnen, denen wir jeden Monat die Good News von Esslingen in ihre Mailbox und in ihren digitalen Briefkasten werfen dürfen. Und gerne können Sie auch dabei sein, sodass diese Informationen wie eine Graswurzelbewegung durch die Esslinger Stadtgesellschaft wandern dürfen. Sie dürfen natürlich auch, wenn Sie Ihre Erkenntnisse des heutigen Abends noch mit anderen Esslinger teilen wollen, können Sie gerne auch einen Leserbrief schreiben in der Esslinger Zeitung. Das lohnt sich sehr, der wird von vielen Menschen gelesen und da können Sie Ihre Infos und Ihre Erkenntnisse, wie Sie heute Abend hatten und nicht mit uns allen teilen könnten, die könnten Sie einfach mit der ganzen Bevölkerung teilen, zumindest mit allen Esslinger Zeitungsleserinnen. Und das Letzte ist, dass ich Sie gerne einladen möchte. Der letzte Wandelstadt-Netzwerkabend von diesem Jahr ist am 11. November. Er heißt So lebenswert wie nachhaltig. Die Zukunft unseres Wohnens in grünen, lebendigen und kreativen Quartieren. Und wir haben ja ein heimliches Ziel. Der letzte Wandelstadt-Netzwerkabend dieses Jahr soll die 100-Menschen-Zoom-Grenze sprengen. Von daher freuen wir uns, wenn Sie dabei sind oder wenn Sie Menschen davon erzählen, für die dieses Thema des Wohnens interessant sein könnte. Und jetzt machen Sie sich, liebe MitmacherInnen, bitte bereit mit Ihren Händen für diesen riesengroßen Schlussapplaus des heutigen Abends. Der geht nämlich an Jörgs Eckert von der SWE, an Patrick Huth von der Deutschen Umwelthilfe, an Gerhard Saupe vom BUND Esslingen, an Jochen Reinhardt von Waste Monkey, an Dr. Peter Vollbrecht vom Netzwerk Rechte der Natur, an Caroline Harscher von FINEP, an Jörg Sanzenbacher von Esslingen Feinstaublärm, an Wiebke Heite von Transition Town Esslingen, an Steffen Petro, Klimagerechtigkeitsbündnis Esslingen, an Wolfgang Bauspies vom Reparaturcafé Esslingen, an Moritz Wohlgenannt von der Wandelstadt Esslingen und an Conny Mangold und Sven Teufel vom Zuzulee. Ein ganz, ganz großen Applaus an Sie alle und an euch alle, dass wir diesen Abend heute zusammen für Esslingen gemacht haben. Vielen, vielen Dank euch allen und ein großes Dankeschön an Sie, liebe MitmacherInnen, dass Sie heute Abend hier waren und guten Appetit beim Mitmachbuffet. Greifen Sie herzlich gerne zu, man darf auch mehrmals zum Buffet gehen. Einen schönen Zoom-freien Abend wünschen wir Ihnen und sagen vielen Dank fürs Kommen. Und liebe Experten, bitte bleiben Sie noch da und liebe Kooperationspartner, bitte Sie auch und bitte ihr auch. Bis gleich. Tschüss. Könnt auch gerne noch mal das Mikro einschalten und tschüss sagen, wer mag. Tschüss, vielen Dank. Tschüss in die Runde. Schön, dass so viele da waren. Tschüss. Tschüss. Tschüss.